Familienvertreter, dann herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei Rasenballsport Leipzig am Montag um 20.15 Uhr. Hierzu begrüße ich auf dem Podium FCK-Sportdirektor Markus Schupp, unseren Chefcoach Kostas Roniaić und Abwehrspieler Michael Schulze. Vorab, wie üblich, noch ein paar Zahlen. Für die Partie in Leipzig haben wir Stand jetzt 626 Tickets an FCK-Fans verkauft. Ein Großteil der Karten ging an Fans, die vor Ort oder rund um Leipzig auch heimisch sind. Für die folgenden Heimspiele gegen Bochum stand jetzt 19.500 Tickets. Heimspiel gegen Darmstadt 20.000. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Schiedsrichterpartie am Montag in Leipzig, Günther Perl. Gute Erfahrungen, letztes Spiel zu Hause gegen Braunschweig, Heimsieg. Dann kommen wir zur Partie in Leipzig, beziehungsweise vorab, Markus, noch auf ein ganz anderes Thema. Es gab ja auch vor kurzem die Auslosung im DFB-Pokal. Es geht für den FCK nach Leverkusen. Wie hast du die Auslosung wahrgenommen? Wie schätzt du dieses Los ein? Ja, guten Tag zusammen. Wie ich finde, ein sehr attraktives Los. Leverkusen ist ein deutscher Champions-League-Teilnehmer. Ich denke, dass wir dort auch im letzten Jahr gute Erfahrungen gemacht haben im Viertelfinale. Und ja, ich glaube, auch die Anfahrt für unsere Fans ist nicht ganz so weit. Da hätten wir es schlimmer haben können. Also insgesamt finde ich ein sehr attraktives Los. Und wir müssen es aber erstmal gedanklich zur Seite schieben, weil RB Leipzig im Vordergrund steht. Danke, Markus. Costa, die Woche gab es das Pokalspiel mit einem Erfolgserlebnis. Am Montag jetzt nächstes Topspiel in Leipzig. Hat die Mannschaft oder habt ihr als Team schon wieder umgeschaltet von Pokal auf Liga? Oder muss man da überhaupt umschalten? Ist das ein Unterschied? Ja, wir werden sicherlich den überzeugenden Sieg jetzt gegen Greuther Fürth im Kopf behalten. Ich hätte gern natürlich ein Heimspiel gehabt in der Auslosung und die zwei Sachen sind jetzt aber auch abgehakt. DFB-Pokal findet erst im Februar 2015 wieder für uns statt im Kopf und jetzt gilt es wirklich nur, sich auf das nächste Spiel, auf RB Leipzig zu konzentrieren. Danke, Costa. Schulle, jetzt geht's nach Leipzig. Was habt ihr euch als Team vorgenommen für diese Partie? Ich denke, wir wollen so auftreten, wie wir bisher immer aufgetreten sind. Wir haben größtenteils die Spiele beherrscht, haben uns dann oft selber um den verdienten Lohn gebracht. Wenn wir das abstellen, so wie jetzt gegen Fürth, dann denke ich, haben wir gute Karten. Und ich denke, das haben wir uns auch vorgenommen. Meine Aufgabe liegt jetzt entsprechend mit der Mannschaft ein Konzept zu erarbeiten, dass wir dort, was sicherlich ein sehr schweres Spiel für uns sein wird, ein sehr hitziges Spiel, die laufstärkste Mannschaft gegen die spielstärkste Mannschaft am Montagabend werden aufeinandertreffen und dementsprechend brauchen wir sehr viel, um dort zu bestehen. Leipzig ist eine Top-Mannschaft aus meiner Sicht mit sehr hungrigen, jungen, gut ausgebildeten Spielern mit hohen Entwicklungspotenzial, also ähnlich wie wir. Es ist eine Top-Mannschaft, aber sie ist nicht unschlagbar. Also eins ist klar, dass ein Sieg in Leipzig mir definitiv besser schmeckt als Red Bull.